Servus, guten Morgen zu Tag 5 unserer Wanderung auf dem Lechweg aus dem wunderschönen, aber auch arschkalten Österreich. Hat sich ein bisschen abgekühlt, die ganze Nacht geregnet. Ja, ich will so ein bisschen Werbung mal machen für diesen kleinen Campingplatz, wo wir waren. Den findet ihr nämlich nicht auf der Seite des Lechweges, wenn ihr da drauf geht. Da wird nur von 3 Campingplätzen gesprochen. Ich verlinke euch den unten, der ist wirklich toll. Wir saßen gestern noch mit dem Chef, Frau vom Chef, war noch Verwandtschaft dabei und auch noch andere Gäste in so einer kleinen, muckeligen Gartenhütte mit Fernseher. Dann konntest du da Bier bestellen. Und dann gab es da noch, Knabbern hat sie noch auf den Tisch gestellt, da die Chefin richtig, richtig nett war. Und bezahlt haben wir, glaube ich, 31 Euro zu zweit. War absolut in Ordnung. Kleine Unterstellmöglichkeiten gab es da. Die gab es nämlich auf dem in Heselgeer, wo wir gestern übernachtet haben, nicht. Da hast du Pech gehabt, wenn es geregnet hat, dann müsstest du es zusammenpacken. Da gab es, habt ihr gleich gerade gesehen am Anfang, wo wir noch Kaffee getrunken haben. Naja, egal. Ich will euch nicht zusabbeln hier gleich am frühen Morgen, denn ein bisschen Kraft brauche ich noch. Für mich hier oder für uns geht es gleich hoch. Wir haben gleich einen großen Anstieg vor uns. Und dann geht es nach Pflach. Das wird nur das Ende dieser Etappe werden. Was haben wir da? 17 Kilometer wird heute also eine ruhige Geschichte. Zumindest ist das der Plan. Geht die ganze Zeit jetzt auf so einem Schotterweg lang. Nichts besonders Aufregendes, nichts mit schöner Aussicht. Aber gut, das soll gleich noch kommen. Und für uns war die Etappe jetzt ein bisschen schwer zu planen. Wir haben nämlich noch 32 Kilometer. Genau bis nach Füssen zu unserem Ziel. Das war uns aber zu lang für heute. Dann wären wir abends erst angekommen am Bahnhof und hätten dann sehen müssen, dass wir noch nach Lüneburg fahren. Das wäre dann mitten in der Nacht, hätte uns jemand abholen müssen. Eventuell, das wäre blöd gewesen. Von daher haben wir uns entschieden, jetzt nach Pflach zu gehen. Die 17 Kilometer, dann haben wir morgen nochmal 15. Dann bis zum Ziel oder vielleicht auch 16. Und das können wir locker machen. Dann sind wir mittags da und können dann noch nach Hause fahren in Ruhe. Aber gut, erstmal müssen wir die restlichen 32, die müssen auch noch gelaufen werden. Und da sind auch noch einige Höhenmeter für uns drin. Jetzt kommt der große Moment, dass endlich dieses Messer zum Einsatz kommt. Das stimmt doch gar nicht. Ist da kein Griff dran zum Tragen. Warte mal. Das ist übrigens 20 vor 9. Das müssen wir aber auch nur trinken, weil es einfach, es ist echt viel zu schwer. Wer soll das tragen? Viel zu schwer. Ja. Guten Morgen, ihr seht ja geil aus. Ich hab nichts für euch, ich wollte euch nur mal angucken. Scheiße. So, wir haben diesen Schotterpfad jetzt verlassen dürfen. Sage ich was mal. Ja, und jetzt wird es endlich wieder cool. So muss es sein, so muss ein Wanderweg sein. Da dürfen ruhig mal ein paar Anstiege sein, da dürfen ruhig mal ein paar Wurzeln sein. Aber cool. Coole Zeltplätze hier übrigens. Wohl Wildcamping natürlich, gerade hier in Tirol, wo wir sind, wohl extrem bestraft wird, habe ich gehört. Da gibt es Bußgelder von, was ich da gelesen habe oder gehört habe, über 10.000 Euro. Keine Ahnung, wie es gesehen wird hier, wie es gehandhabt wird. Wir haben nicht wild gecampt. War auch so eine Wettergeschichte jetzt, ne? Könnte mich jetzt hinstellen und sagen, ja, das hatten wir überhaupt nicht vor und so weiter. Ich will mich aber auch nicht als Moralapostel aufspielen, wie die Gegebenheit. Wenn es sich ergeben hätte, hätten wir das auch gemacht, fertig. Okay, haben wir aber nicht. So, weiter geht's. Vor uns geht's jetzt wieder bergauf und rauf hier in die Berge. Hier einmal um Reute rum nach Pflach. Sind nur noch so knapp 10 Kilometer. Und ja, übers Wetter, das war heute nicht so toll, aber denn der Wetterbericht hat hier ja komplett die Tage eigentlich daneben gelegen und war aber die ganze Zeit der Meinung, dass heute der Tag des Weltuntergangs sein soll. Von morgens bis abends nur durchregnen. Und gestern Abend hat er sich das anders überlegt und sagte, ach nee, komm, so schlimm wird das dann doch nicht. Und jetzt ist 40% Regen angesagt, 50% mal. Und heute Abend, da soll es viel kommen, aber guckt euch das an. Dafür, dass so beschissenes Wetter angesagt war, ja cool, läuft bei uns.
Ja, dann dachten wir eben, wir wären schon oben. Und dann gibt es da ein neues oben. Das ist höher als das alte. Das Arschloch oben. Alter, 20 Minuten geht's noch bergauf. Stand da gerade und zwar so wie jetzt hier. Ja, das bringt noch mal was. Waden wie Bügeleisen werde ich kriegen. Waden wie Bügeleisen. Ja, wir sind oben. Und es lohnt sich wie immer. Wenn man die Strapazen auf sich nimmt, die Aussicht ist super. Und was mir dabei immer hilft, das sind meine Lieblingspillen. Ich habe euch die schon mal vorgestellt von der Firma Outdoor Essentials. Das hier ist das Keep Going, ein 4-in-1 Nahrungsergänzungsmittel, wo alles drin ist, was du an anstrengenden Tagen brauchst. Zum Beispiel Vitamin B-Komplex, Magnesium, L-Theanin und Zink. Also für Konzentration, für Trittsicherheit und für die Muskeln. Präparate sind solche Kapseln, da nimmt man am Tag mal 3 Stück von. Und dann hast du Kraft für den ganzen Tag. Bring dich nach oben auf den Berg. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Outdoor Essentials macht noch andere Produkte. Den Wake Up für morgens, den Relax für abends. Und verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. So, jetzt geht's weiter für uns nach Pflach. Ja, das ist der Frauensee hier. Ja, und da scheint noch irgendwie eine Gastro zu sein. Ja, wenn du glaubst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo eine Flanke her. Die werden wir auf jeden Fall mal aufsuchen. Durch. Ja, wir haben den Lechweg jetzt verlassen, kurz vor Reute Pflach und laufen jetzt außen rum nach Pflach. Wurde uns hier so empfohlen und guckt euch mal hier dieses Biotop an. Das ist gerade einfach nur geil. Da hinten geht es noch weiter. Fische kannst du hier sehen. So klares Wasser ist hier. Geil. Ja, vor uns geht es jetzt noch ein letztes Mal für heute über den Lech und dann werden wir ja gleich ein paar hundert Meter in unser Hotel einkehren, das wir gebucht haben gestern Abend noch, wegen der hohen Regenwahrscheinlichkeit. Zeige ich den Lech eben nochmal, der ist nämlich ganz schön breit. Ja, von daher würde ich sagen, 20 Kilometer sind es geworden heute. 20 Kilometer auch nur deswegen, weil wir uns ein bisschen noch verlaufen haben hier. Ja, geregnet hat es nicht. Wetterbericht lag mal wieder komplett daneben. Alles gut, wir sehen uns morgen früh wieder und dann werden wir zusammen den Lechfall in Füssen erreichen. Ich werde euch noch ein bisschen was erzählen morgen über den Weg, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Und morgen kriegt ihr natürlich wieder, wie üblich in meinen Videos, Bilder zu sehen, wenn wir durch sind. Von daher, ja, für euch geht das ja gleich weiter. Ich wollte die beiden Tage jetzt heute und morgen eigentlich zusammenpacken. Also bis gleich. Servus zu Tag 6 unserer Wanderung auf dem Lechweg aus dem immer noch wunderschönen Österreich. Letzter Tag wahrscheinlich, wenn es so läuft. 15 Kilometer haben wir noch und den Berg, den großen Berg, den es jetzt zu überqueren gilt. Ja, da sind wir schon im Anmarsch. So, ich drehe das hier mal rum. Ich gucke jetzt mal hin durch die Kamera und der sieht gar nicht groß aus. Nein, glaubt mir, der ist relativ hoch. Und dann ist für uns schon unsere Reise beendet. Denn wenn wir ankommen, haben wir 6 Tage gebraucht für den kompletten Lechweg. Das war schon ein bisschen sportlich manchmal. Sebastian, Mott schon, darf ich nichts Falsches sagen. War aber trotzdem ziemlich einfach. Also war anstrengend. Bisschen trainiert musste sein. Der Weg geht natürlich durch die Alpen und dann hast du natürlich mal steile Anstiege dabei, das ist ganz klar. Wenn du einigermaßen fit bist, ist es aber machbar mit 3.500 Höhenmetern. Egal, so ein bisschen haben wir noch. Ich will noch kein ganz großes Fazit machen hier, denn wir haben noch ein bisschen was zu laufen. Wir werden nachher noch am Alpsee vorbeikommen. Ich werde euch nachher noch mal genau sagen, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Und ihr kriegt am Ende des Videos ein paar Fotos. Boah, erstmal machen wir uns auf den Weg. Das Hotel war super und ich muss sagen, so ein cooles Frühstück im Hotel morgens hat auch was. Und die Entscheidung mit dem Hotel war auch die richtige, denn gestern Abend ab 18 Uhr hat es stundenlang geregnet.
nicht besonders fest, aber ja, ohne Pause. Und das wäre schon irgendwo, ja, beim Bauern auf dem Feld irgendwie schon doof gewesen. So hatten wir noch eine gute letzte Nacht. Sachen sind alle trocken und ja, jetzt geht's los. Ja, irgendwie müssen wir uns verhaspelt haben, denn hier steht Zutritt verboten. Das gilt sicherlich nur für die rechte Tür. Hier durchs Tor darf man durch. Aber da ist auch hier, wache ich, eine Hundewarnung. Aber da stand doch ein Schild gerade, oder nicht? Bin ich doof? Da stand doch ein Schild, dass wir hier rein müssen. Ach, scheiße. Verlaufer können wir uns heute nicht mehr erlauben. Große, denn der Zug ist gebucht. Siehst du hier ein Lechwegschild irgendwo? Hier ist kein Schild, da geht's auch nicht. Da geht's. Nein, hier geht's, da ist ein Privatgrundstück. Da geht das nicht durch. Ich geh mal vor, ich warte hier so lange. Ja. Ja, hier sind wir lang gelaufen in die Richtung. Und da steht Schild, das haben wir mal gekonnt übersehen. Ja, wenn man sich so fest schnackt, über alte Zeiten redet, und, ja, dann ist das so. Vergisst man ein Schild, muss es halt nur schnell merken. Das ist die Kunst. Zum Glück war da jetzt dieses Grundstück. Wenn das erstmal ein paar Kilometer schön weiter geradeaus gegangen wäre, dann hätten wir die mitgenommen. Egal, jetzt geht's bergauf, endlich! Ja, Tag 4 oder 5 sagt man ja, dass eigentlich man eingelaufen ist, dass man quasi läuft wie ein Schweizer Uhrwerk und auch deutlich weiterlaufen kann als bei den ersten Tagen. Puh, auch wenn ich ja schon pumpe. Ja, habe ich gestern schon gemerkt. Die Anstiege bergauf haben wir tatsächlich besser durchgezogen als an Tag 2 oder 3 noch. Puh, auch wenn es immer noch anstrengend ist, aber es geht heute wesentlich besser. Ist halt schade, dass sowas erst bei Kilometer 100 passiert. Wenn du nur 120 Kilometer laufen willst, dann hast du von diesem schönen Vorteil nämlich nur 20 Kilometer was. Egal. So sind wir schon wieder. Da ist unser Lech. Von dem werden wir uns jetzt entfernen und treffen ihn erst in Füssen wieder am Lechfall. So, wo ich das gerade hier sehe, diese wunderbare Ausschilderung mit dem L überall an den Bäumen, an jedem Pfosten. Es ist schwierig, sich auf dem Lechweg zu verlaufen, weil die Ausschilderung einfach top ist. Hier nochmal ein Bestätigungsschild, dass du weißt, dass du richtig bist. Man kann sich schwer verlaufen, wenn man ein bisschen aufpasst. Klar, Karte würde ich sowieso mitnehmen. Oder das Buch, wir haben das Buch mit von Hikeline, der Lechweg, kann ich absolut empfehlen. Verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Ja, hast du einige Informationen über den Weg. Kartenmaterial ist drin. Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten, alles dabei. Hatte ich euch schon erzählt, dass hier für Tirol eine Bärwarnung ausgegeben wurde vor 2 Tagen. Ja, das war nicht ganz hier in der Nähe, von daher sind wir auch so ein klein bisschen beruhigter. Es wurde aber aufgrund eines Braunbären, der wohl einen Bienenstock leer gefressen hat, ja, eine Bärwarnung ausgegeben. Wanderweg wurde gesperrt in Tirol und ja, Tirol und Bayern sind halt nicht so weit auseinander. Das heißt, der kann ja in der Nacht noch mal ein paar Meter machen. Und ja, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass so einer vielleicht auch mal nach Deutschland hochhuscht. Keine Ahnung, also hier wohl nicht und ja, haben auch keine Angst so richtig. Das wäre cool, mal so ein Bärenfoto machen. Und was nicht so toll war, auf dem Weg, das hat der Sebastian vorhin angesprochen, dass es eigentlich keinerlei Schutzhütten gibt, wo man sich bei schlechtem Wetter einfach mal unterstellen kann. Es gibt mehr Kapellen hier, die offen sind, oben auf einem Berg, wo man dann mal reingehen kann, wenn es richtig regnet, als mal eine Schutzhütte. Da ist quasi gar nichts. Da war auch sonst irgendwelche Bänke, die mal überdacht sind mit Tisch. Das ist hier wahrscheinlich nicht gewollt. Keine Ahnung, warum nicht. Alles, was so an, ja, Bänken ist, ist nicht überdacht. Und du kannst hier schon mal Wetter kriegen, ne, in den Bergen, das ist klar. Und dann ist es zum nächsten Ort vielleicht auch mal ein bisschen rutschig und ein bisschen gefährlich. Von daher finde ich es schon cool, wenn hier mal so ein paar Hütten wären. Ich erinnere mich aber daran, dass das auf der Tour de Mont Blanc in den Alpen auch nicht so war. Und der geht durch 3 andere Länder durch. Vielleicht ist das so eine allgemeine Alpensache, dass sie das hier nicht wollen mit den Hütten, weil sie Angst haben, dass die Leute vielleicht drin übernachten können. Keine Ahnung, wie auf so eine dumme Idee kommt. Aber ja, vielleicht ist das der Grund. Das ist ein bisschen schade. Ja, hier ist nochmal so ein Beispiel, was ich eben gesagt hatte mit an sich was zum Sitzen, ja, aber Dach nein. Stattdessen bauen sie da eine Mauer hin, damit du gegen den Wind geschützt bist, aber es nützt dir ja auch nichts. Wenn es regnet hier, dann hängst du da im Regen. Obwohl die Dinger sind schon cool irgendwo, aber ein Dach wäre cooler.
Ein weiterer Punkt, wo ich nochmal drauf eingehen will, das sind die Preise hier in Österreich. Ich hatte mich am Anfang ja ein bisschen aufgeregt, dass es extrem teuer ist. Das bezog sich aber vermutlich nur auf den Ort Lech, weil das wohl Touri-Gebiet ist. Das hat sich alles relativiert. Die Hotels waren, das war absolut fair. Das waren super, super Hotels mit Frühstück für zwei Personen. Haben wir jetzt, glaube ich, 120 in dem letzten bezahlt. Das war es dann auch absolut wert. Ja, und auch so, das hat sich alles relativiert. Ist ähnlich wie in Deutschland. Würde ich sagen, da kann man nicht meckern. Aber in Lech müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da kostet das Jägerschnitzel oder das Wiener Schnitzel schon mal 38 Euro und das Bier dann 7 Euro. So, hier geht's lang. Das ist, ja, das war schon frech, muss ich sagen. Ja, solche Wege sind natürlich immer richtig cool. Bisschen rutschig ist es, aber besser als auf diesen, also mag ich lieber als diese breiten Schotterwege. Ein Wort vielleicht noch zur Ausrüstung. Ich will da jetzt gar nicht so viel über die Ausrüstung sprechen, die wir jetzt mit hatten. Die war sehr auf Campen ausgelegt. Aber was ihr auf jeden Fall mit haben solltet, wenn ihr den Weg laufen wollt, das sind Trekkingstöcke. Ja, beim Hochlaufen diese Single Trails mit Wurzeln und Steinen, da hilft es euch. Aber noch viel wichtiger ist es beim Absteigen. Denn wenn es dann nass ist, boah, dann wird es rutschig, dann wird es gefährlich. Die Dinger nicht vergessen. Ist egal welche, nur wenn ihr noch keinen habt, kauft sie nicht beim Discounter. Ich habe ja für meine Kinder mal welche gekauft beim Discounter. Die waren auf dem ersten Wanderweg kaputt. Da halten dann die mechanischen Teile nicht richtig. Es müssen nicht die teuersten sein, aber seht schon zu, dass ihr was von einem ordentlichen Anbieter holt. Dann habt ihr da auch lange, lange was von. Hat es ja vorhin schon mal kurz angerissen. Für wen ist dieser Wanderweg was? Also er ist erstmal wunderschön, das ist mal ganz klar. Aber vom Schwierigkeitsgrad glaube ich schon, dass das für Einsteiger geeignet ist. Aber Vorsicht! 3500 Höhenmeter gilt es zu bewältigen und wenn du aus Norddeutschland kommst und so Berge gar nicht kennst, solltest du schon ein bisschen trainieren, gegebenenfalls auch mal deinen Rodelberg hoch und runter, denn es sind schon ordentliche Anstiege dabei, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, kann es jeder schaffen, ganz ohne Training auf gar keinen Fall. Ja, Familienwanderweg, ja, mit ganz kleinen Kindern müsst ihr mal sehen, was eure Kinder so drauf haben, wie die trainiert sind. Das müsst ihr selber wissen. Teilweise kommst du aus der Puste, aber wirst auch mal wieder belohnt mit echt schönen Ausblicken. Ja, Wanderweg, wo wir gerade da sprechen, hatte mir persönlich sehr gut gefallen. Die eine Etappe Vorderhornbach bis Weißenbach war nicht so interessant, weil sie halt nur flach lang ging. Das ist aber auch eine Geschmackssache, dafür war sie mal ein bisschen entspannt. Allgemein muss ich sagen, dass mir vielleicht die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel des Weges besser gefallen haben als das, was danach kam, obwohl wir heute noch gar nicht durch sind. Aber so weit ist ja dann auch nicht mehr. Liegt immer im Auge des Betrachters, ist immer eine Geschmackssache. Ja, aber sonst haben wir das gut geschafft. Oder was sagst du? Am Ende ging es, oder? Am Ende ging es, ja. War schön. Ja, so viel dazu. Müsst ihr mal schauen. Kann man empfehlen, den Weg. Auf jeden Fall.
Ja, wir befinden uns hier am Lechfall in Füssen. Für uns sind die 125 Kilometer jetzt vorbei. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, mitzukommen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, ganz kostenfrei unten rechts in der Ecke. Ich hoffe, unsere Tour hat euch ein bisschen gefallen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Noch nicht abschalten, denn jetzt kriegt ihr noch Fotos von unserer Tour mit ein bisschen Musik drunter. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bleibt sportlich. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.